In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man WordPress mit einem Shop betreibt. Es gibt ein Plugin namens WooCommerce für WordPress. Damit kannst du dein WordPress mit einem mächtigen Online-Shop erweitern. Grundsätzlich ist das Einrichten von WooCommerce nicht wirklich schwer. Als erstes möchte ich euch zeigen, wie man ein variables Produkt anlegt. Nehmen wir mal an, du möchtest deinem Produkt eine Variante hinzufügen, wie zum Beispiel Farbe oder Größe. Wie geht man das an? Ich zeige hier mal auf dem Online-Shop, wie eine Variante aussieht. Also hier haben wir verschiedene Farben. Wenn ich jetzt hier auf eine Farbe klicke, ändert sich auch gleich das Bild hier automatisch zum richtigen Muster. Das heißt, ich gehe mal kurz in das Backend, suche mir das Produkt Toledo. Das ist hier. Hier gehen wir auf Bearbeiten. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier die Überschrift, das ist der Name des Produkts. Wir haben hier eine Beschreibung. Weiter unten haben wir Produktdaten. Üblicherweise ist das einfache Produkt als Standard angewählt. Wir möchten aber ein variables Produkt anlegen, das heißt, es wurde das Variable hier ausgewählt. Artikelnummer ist klar. Wir gehen gleich mal weiter auf Eigenschaften. Wir haben hier Farbe als Eigenschaft angewählt und haben die Werte Grau, Braun, Weiß und Ocker hier definiert. Dieser Zwischenstrich ist wichtig. Den kannst du beim Mac mit Command und 7 machen. Beim PC weiß ich das jetzt leider nicht genau, sorry, Asche auf mein Haupt. Diese Werte werden dann übergeben in die Varianten. Das heißt, ich klicke mal auf die Varianten drauf und habe jetzt auf wundersame Weise die Farben hier. Und ich kann sie mit diesem kleinen Pfeil, der ist etwas sehr unglücklich gelöst, weil er wirklich sehr winzig ist, jede Variante jetzt mit einem speziellen Bild versehen. Hier haben wir zum Beispiel das Bild Ocker dabei. Man kann der Farbe oder der Variante eine eigene Artikelnummer geben, das ist natürlich auch von Vorteil. Man kann diverse Einheiten dafür verwenden, zum Beispiel Stück. Ich könnte jetzt sagen, Produkteinheit ist jetzt ein Stück. Und Grundpreiseinheit ist auch ein Stück und der Einheitspreis von dieser Variante ist 395. Würde ich jetzt speichern die Änderung und der reguläre Preis, nachdem ich jetzt einen Stückpreis angelegt habe, nehme ich mal raus, speichere die Änderungen und fertig. Wie kann man das möglichst zeitsparend anlegen? Es gibt hier bei WooCommerce unter dem Produktebereich einen Menüpunkt, der heißt Eigenschaften. Wenn wir jetzt den Eigenschaftenpunkt auswählen, kann ich jetzt oft verwendete Varianten vordefinieren. Bei diesem Online-Shop kommt sehr oft die Variante Farbe vor und die Ausrichtung des Musters horizontal, vertikal. Im Grunde kannst du jetzt hier eine Größe zum Beispiel hinzufügen als weitere Variante. Und wenn du hier auf Einstellungen gehst, kannst du jetzt Größe hinzufügen, zum Beispiel Small. Dann nehmen wir Large. Fertig. So, wir haben jetzt diese Größen vordefiniert. Ich zeige dir nochmal ganz kurz meine eigenen, weil die möchte ich jetzt nicht wirklich verwenden. Hier bei Farben habe ich jetzt viele Farbkombinationen schon vordefiniert. Das heißt, ich habe den Vorteil, ich muss diese Farben nicht bei jedem Produkt separat nochmal neu eingeben, sondern ich kann gleich diese direkt aus dem System verwenden. Wenn dir eine Farbe fehlt, überhaupt kein Problem. Wir können das sehr einfach hinzufügen. Und hier ist es auch schon. So. Ich zeige euch jetzt bei einem Produkt, wo es noch keine Varianten gibt, das ist zum Beispiel Brick Toscana, wie man jetzt diese Varianten tatsächlich einbaut.
Wir gehen jetzt auf Bearbeiten vom Produkt. Gut, wir wählen jetzt von dem einfachen Produkt das variable Produkt aus. Wir gehen gleich direkt weiter auf Eigenschaften. Welche Eigenschaften soll die Variante haben? Hier haben wir Farbe ausgewählt und haken hier für Varianten an. Hier haken wir das ab und wählen die Farben aus. Hier haben wir unsere vordefinierte Liste. Du kannst aber auch ohne weiteres mit hinzufügen eine weitere Farbe anlegen. Gut, wir speichern das mal kurz und gehen auf Varianten. Wir sehen aber jetzt lustigerweise unsere Varianten noch nicht. Create Variations from All Attributes wollen wir jetzt hier nehmen. Das ist der zweite Punkt. Und gehen hier auf Los. Wir sind einverstanden, dass er uns vier Variationen jetzt anlegt. Die haben wir eben bei den Eigenschaften definiert, die Farben. Wir können jetzt direkt die Varianten bearbeiten. Auf jeden Fall möchten wir hier bei der Variante das richtige Bild zuordnen. Ich habe jetzt genommen Rot, wähle das Bild aus und füge es jetzt hinzu. Ich nehme hier eine Fantasienummer. Wir haben hier als Preiseinheit einen Stückpreis. Nee, wir nehmen da 2x1. Und sagen als Einheitspreis 395. Gehen auf Änderungen speichern. Bei den Varianten möchte ich nochmal hinweisen, ohne regulären Preis wird das Produkt nicht dargestellt, auch wenn du hier einen Stückpreis eingibst. Das ist leider vom System her so vorgesehen. Sollte ich mich irren, bitte ich euch um Kommentare, weil auch ich lerne sehr gerne dazu. So, gehe hier nochmal auf Speichern, lade die Seite neu und wir sehen, ja, jetzt sind unsere Varianten hier. Ich wähle jetzt mal Braun aus, super, das Bild hat sich geändert. Ich kann das Produkt jetzt direkt kaufen. Ich schalte mal um auf Lila, Multicolor Rot. Wunderbar, funktioniert. Wir sehen auch jeweils unsere andere Artikelnummer, wenn ich das hier ändere. Okay, hier habe ich es nicht eingegeben, aber hier auch. Okay, ich versuche mal das lila Produkt zu bestellen. Ich gebe es in den Warenkorb. Habe den vorher vergessen zu leeren. Aber wir sehen hier, er hat das optimal jetzt zu unserem Warenkorb hinzugefügt. Und ich könnte jetzt direkt auschecken bzw. das Produkt kaufen. So funktioniert das mit den Varianten. Es ist gar nicht so schwer. Im Grunde brauchst du das nur ein paar Mal probieren und dann bist du ein Profi. Also falls dir das Video gefallen hat, dann bitte ich dich liken, abonnieren, whatever.